Moin. Für Geld muss man hart arbeiten. Stimmt das noch? Unsere Vorfahren, unsere Eltern, unsere Großeltern, bei denen war das immer so. Wer Geld haben wollte, musste hart arbeiten. Bis auf ein paar Menschen, die einfach privilegiertere Eltern oder Großeltern hatten. Aber selbst die mussten auch arbeiten. Vielleicht nicht ganz so hart und auch nicht ganz so körperlich hart, aber normalerweise musste man, um zum Beispiel Essen zu bekommen, rausgehen in den Garten, Essen anpflanzen, ernten oder ja, andere Dinge für andere erledigen, die nicht einfach sind. Aber mittlerweile stimmt das gar nicht mehr. Man muss nicht mehr hart arbeiten. Man muss vielleicht viel Wert geben. Man sollte viel zurückgeben für andere. Aber man muss nicht zwingend hart arbeiten. Und harte Arbeit, die muss sich auch nicht hart anfühlen. Die darf auch Spaß machen. Und ganz viele Menschen erlauben sich das noch nicht. Dass Arbeit Spaß machen darf, dass man da begeistert rangehen darf. Und dass man ja sich auf der Arbeit auch mit entfalten kann und sein Selbst zeigen kann. Für viele ist der Montag der schlimmste Tag der Woche, weil man muss wieder zu dieser dummen Arbeit, wo man wieder irgendwas macht und den Sinn gar nicht drin sieht. Aber ganz ehrlich, egal was du machst, es hat einen Sinn. Du schaffst Wert für andere. Ob du jetzt an der Kasse sitzt und andere Menschen damit glücklich machst, dass du ihnen schnell das abkassierst, dass sie einkaufen gehen können, dass die Regale richtig gepackt sind, dass die Lebensmittel gut sortiert sind, all das sind wichtige Aufgaben. Das ist wichtig. Oder ob du jetzt vielleicht Kindergärtnerin bist und einfach auf die Kinder von anderen Menschen aufpasst. Du gibst diesen Menschen wirklich Wert. Du gibst ihnen den Raum, dass sie da ihre Arbeit machen können, ihre Erfüllung finden können und Zeit für sich haben, Zeit für anderes und den Kopf mal frei kriegen. Oder wenn du jetzt was baust, wie viel Wert gibst du anderen Menschen dadurch, wenn du zum Beispiel als Architekt was planst? Oder als Jurist andere Menschen unterstützt, ihre Rechte durchzusetzen. All das sind wichtige Sachen. Und ich finde es ehrlich gesagt immer sehr traurig, dass das in der Schule nicht so rüberkommt. In der Schule habe ich so das Bild von Arbeit bekommen. Ja, man geht dahin, weil man muss es machen. Punkt. Aber es war nie die Rede davon, dass Arbeiten Spaß machen darf, dass man Wert gibt an einen Menschen, dass man anderen eine Freude damit machen kann und auch Erfüllung in der Arbeit finden kann. Selbst in der Schule kannst du Erfüllung finden. Vielleicht nicht durch die Noten. Weil ganz ehrlich, wer wird schon gern von anderen bewertet, durchgängig? In dem Sinne weiß jeder von uns, dass wir uns nicht bewerten lassen können, weil wir sind alle einzigartig. Und nur weil ich nicht auf den Baum klettern kann, heißt das ja nicht, dass ich schlecht bin. Das heißt einfach nur, ich kann nicht auf den Baum klettern. Aber dieser Wert, den wir da geben, den können wir auch anders erschaffen. Den können wir dürfen uns wirklich erlauben, ihn zu schaffen, ohne hart arbeiten zu müssen. Ohne diesen Montag zu verdammen und das Wochenende herbeizusehen. Und ja, das wünsche ich eigentlich jedem. Und das möchte ich mit meinem Kanal so ein bisschen versuchen zu erreichen, dass ihr da mal hinguckt, was
was es mit Geld und Arbeit so auf sich hat. Weil für mich waren es immer die größten Themen in meinem ganzen Leben. Geld und Arbeit. Geld, ich weiß nicht. Es kommt einfach zu mir und es wird immer mehr. Keine Ahnung wieso. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich freue mich über jedes Geld und ich nehme es unglaublich gerne an. Aber Arbeit, die lehne ich, habe ich schon als Kind komplett abgelehnt. Die Arbeit, das ist so ein Thema. Ich weiß nicht. Ich habe mich immer gefühlt, als müsste ich mit der Arbeit konkurrieren als Kind. Und ich glaube, dadurch bin ich gar nicht so in der Lage, Arbeit zu lieben. Mittlerweile ist es anders. Mittlerweile arbeite ich und mache, was ich wirklich gerne mache, nämlich euch erzählen, was über Geld, was ich da so lerne. Aber so an sich ist, also das ist was, das macht wirklich Spaß. Und das wünsche ich einfach jedem, dass er das findet, was ihm Spaß macht. Ich habe mir heute, glaube ich, was von Marissa Peer angeguckt und da sagte sie, wäre das nicht traurig, wenn Menschen wie zum Beispiel Ed Sheeran oder, keine Ahnung, nimm irgendeine Berühmtheit, wenn die einfach Klempner geworden wären und ihr Talent, von dem sie wussten, dass sie es haben, nie in die Welt gebracht hätten, wäre uns da als Menschheit nicht wirklich was verloren gegangen? Und insofern, hey, ich gehe davon aus, dass du auch ein Talent hast. Und weißt du, woher ich das weiß? Ich dachte, ich habe auch keins. Aber stellt sich heraus, ich habe ganz viele Talente. Vielleicht bin ich nicht in allem die Beste. Aber das muss ich auch nicht sein. Ich bin einfach ich bin einzigartig und das ist okay, so wie es ist. Und das darfst du halt für dich auch machen. Das darfst du auch für dich sein. Du darfst dir klar darüber sein, dass du einzigartig bist und dass es Dinge gibt, die nur du erreichen kannst. Und wenn du das nochmal das fünfte Mal umformuliert erzählst, vielleicht versteht es dann einer mehr. Ja, und einfach, wenn das dein Talent ist, es wäre doch auch wundervoll. Also in dem Sinne, hört auf, hart zu arbeiten. Fangt an, glücklich zu arbeiten, eure Arbeit als persönliches Wachstum, als Chance, anderen Menschen zu helfen, als Chance für Begeisterung, für Mut, für gute Laune zu sehen. Ja, und wenn ihr da gar keinen Weg dran für seht, vielleicht ist es dann einfach nicht euer Job. Und das ist auch okay. Manchmal verrennt man sich, manchmal hat man irgendwo andere Vorstellungen. Aber dann ist es an euch, was zu ändern. Und ihr schafft das. Ganz sicher. Bis zum nächsten Mal.